Hi, ich bin Mischa. Ich bin Margareta. Wir beiden geben ein Seminar zum Thema Herzchakra und zu den Themen Liebe und Selbstliebe. Ja, wir haben uns gedacht, für diejenigen unter euch, die noch nicht so entschlossen sind, machen wir ein kleines Video mit ein paar Informationen. Dieses Seminar wird sehr viele verschiedene Inhalte haben. Das heißt, wir machen Meditationen, wir werden morgens gemeinsam meditieren. Und dann gibt es verschiedene Elemente. Zum einen werden wir die Theorie euch zeigen, wie das Herzchakra funktioniert, was mit dem Herzchakra passiert, wenn es verletzt wird und wie wir es wieder öffnen können. Und gerade das mit den Verletzungen ist so ein wichtiges Thema, weil oft ist uns ja auch gar nicht bewusst, dass irgendwas passiert ist in unserem Leben, das Herzchakra wird verwundet. Und dann verschließt es sich oder es rollt sich wirklich so sprichwörtlich zusammen. Und das tragen wir mit uns, aber unbewusst. Und wir verstehen nicht, dass dann, weil unser Herz eben bestimmte Frequenzen raussendet oder nicht raussendet, wir immer wieder auf dieselben Probleme stoßen in unserer Beziehung. Wir werden auch verschiedene Übungen machen, in denen ihr selber spüren könnt, wie euer Herz funktioniert, also sowas wie eine Diagnose des Herzens, wie ihr das Herz öffnen könnt und auch sehr wichtig, wie ihr das Herz wieder schützen könnt. Weil natürlich geht es irgendwo darum, das Herz zu öffnen, sich sensibel zu machen, Liebe aussenden zu können, aber genauso wichtig ist, sich in Situationen, die vielleicht ungesund sind oder gegenüber ungesunden Menschen, dieses Herz auch zu beschützen. Und ein Aspekt, der für mich persönlich sehr wichtig war, ist das Thema Selbstliebe. Denn tatsächlich ist es eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir lieben können, dass wir auch selber lieben können, dass wir Liebe auch empfangen können, dass wir unser Herz nähren können. Und ich bin zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen, wo man so gedacht hat, ja, die arbeiten in der Kirche, die waren auch sehr herzlich. Aber zu verstehen, sie waren zwar herzlich innerhalb der Bandbreite, aber ihr Herz war nicht wirklich offen. Und es ist noch nicht so lange her, dass ich verstanden habe, warum es für mich so schwierig ist, mich selber zu lieben. Weil das, was ich als Liebe kennengelernt habe, war eben dysfunktional. Es war keine Liebe, die sie verströmt, wo man das Gefühl hat von, es füllt mich und ich fühle eine Verbindung mit mir selbst oder mit dem Universum. Und da gibt es ja so ein Glück drin, ein Glücksgefühl, was da drin ist. Und da würde ich selber gerne mit euch auch einfach weiter daran arbeiten, diese Fähigkeit, sich wieder zurückzuerobern. Also ich persönlich habe eines meiner schönsten Gefühle, wenn ich morgens in der Meditation sitze und mein Herz spüre. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, ja, aber es ist so eine Intimität mit mir selber, wenn ich da sitze und ich spüre, ich atme in mein Herz, ich mache bestimmte Techniken oder ich bin einfach präsent in meinem Herzen und ich fühle, wie mein Herz sich in mir ausbreitet sozusagen und ich habe das Gefühl von Selbstliebe. Ja, ich liebe mich selber in diesem Moment. Das hat auch eine Zeit lang gedauert, um das zu lernen, aber ich muss wirklich sagen, das ist eines der schönsten Gefühle, die ich habe. Und das spielt auch eine sehr große Rolle in Beziehungen. Ja, aber was du jetzt auch gesagt hast, es geht nicht nur um Selbstliebe oder Liebe für mich selber, es geht bei dem Herzchakra-Modul auch um die Liebe zu jemand anders. Ja, wie verhalte ich mich in einer Beziehung? Vielleicht bin ich früher verletzt worden im Herzen und da sitzt immer noch eine Wunde drin und diese Wunde beeinflusst mein Verhalten in meiner Beziehung zu meinem Partner, zu meinen Kindern. Ja. Das heißt, wir werden in den Seminaren auch solche Wunden bearbeiten, sage ich mal. Also euch Techniken zeigen, wie man die Wunden heilt, wie man das Herz wieder öffnen kann, wie man Dinge loslassen kann, wie man vielleicht vergeben kann auch. Und wir werden aber auch spielerische Elemente haben. Denn immer wenn wir zum Beispiel Demos machen, ja, wenn wir anschauen, okay, was ist denn hier los in der Beziehung? Da ist die Frau, da ist der Mann. Welche Energien sind hier aktiv? Da sieht man plötzlich mal Sachen, wo man immer denkt, oh Gott, ich dachte nur, ich habe das Problem. Ist aber nicht so. Man sieht plötzlich
alle haben dasselbe Problem, weil teilweise sind es sogar evolutionäre Muster, die da eine Rolle spielen. Und wenn man das dann weiß und erkennt, dann ist es auch wie eine Erleichterung. Man kann drüber lachen, weil man weiß, okay, ich bin jetzt nicht ganz fucked up. Ja? Und dann können wir auch lernen, damit anders umzugehen, wenn wir einfach verstehen, wenn wir mehr Bewusstsein dafür haben. Also ihr seht, das Seminar wird sehr reichhaltig werden, sehr voller Einsichten, voller Liebe. Wir haben auch ein sehr großes Team, ein sehr großes Essence-Training-Team von Leuten, Freunden, die diese Seminare selber gemacht haben und die euch alle unterstützen während dem Seminar und auch nach dem Seminar. Das war uns auch sehr wichtig in der Vorbereitung, dass wir jeden Einzelnen von euch unterstützen, um diese Dinge dann später zu Hause auch umzusetzen und über Hürden, die vielleicht aufkommen, hinwegzuhelfen. Und was ich auch persönlich ganz schön finde, ist, dass wir diesmal ein Experiment wagen. Wir schicken euch schon vor dem Seminar selber Material zu. Also Handouts, Sachen zum Lesen, Sachen zum Hören oder kleine Videos, sodass euer System sich einfach schon darauf vorbereiten kann, auf das Thema und einfach eure persönlichen Dinge wirklich hochkommen können für diesen Moment dann, für den Workshop selber. Also ihr seid herzlich eingeladen. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns eine E-Mail. Wir beantworten jede einzelne E-Mail auf jeden Fall. Und ansonsten würden wir uns sehr freuen, euch da zu sehen. Ja, dann bis bald.